In diesem Produktfilm möchte ich Ihnen von Manfrotto ein kleines Tischstativ vorstellen. Und zwar ist das von Manfrotto die Pixie-Serie. Die Pixie-Mini-Stative bestehen aus drei auseinanderklappbaren Beinen, die noch so ein paar kleine Features haben. Auf die gehe ich dann im Teil gleich nochmal eben ein. Und wir haben sie noch in zwei anderen Varianten. Und zwar ist das nämlich zum einen einmal das Pixie Smart, was ich hier auf der linken Seite habe. Und dann haben wir noch einmal hier das Pixie Extreme. Das Extreme ist für die GoPro-Kameras und das Smart, wie der Name vermuten lässt, durch den Aufsatz hier, ist für die Smartphone-Fotografie gedacht. In diesem Produktfilm stelle ich Ihnen also jetzt eben ganz kurz dieses Stativ vor mit diesen beiden Sondervarianten, die wir hier haben. Und die ganzen Komponenten, die sich also hier extra befinden im Set, sind bei dem normalen Pixie nicht dabei. Das ist also praktisch das nackte kleine Tischstativ für diejenigen, die sich dafür interessieren. Und die Links unter dem Video führen dann dementsprechend darauf die Produktseite. Da können Sie sich dann die ganzen Sachen noch mal ganz genau anschauen. Das Grund-Pixie, wenn man das so nennen kann, das ganz normale Pixie-Stativ ohne weitere Namensbezeichnung, ist also dieses kleine Mini-Stativ, besteht aus diesen drei Beinen, die man einfach auseinanderklappen kann. Auf der Unterseite haben wir an jedem Bein so eine kleine gummierte Noppe, damit also auch hier das Stativ auf glattem Untergrund nicht einfach verrutschen kann. Und oben drauf befindet sich hier ein Kugelkopf. Dieser Kugelkopf kann also entriegelt werden mit diesem kleinen Knopf, der sich hier in der Seite befindet. Das geschieht wie folgt. Man drückt den Knopf, hält ihn einfach gedrückt und kann dann hier in diesem Radius dann oben einfach die Kamera, die sich dann hier auf dem Stativ da befindet, dann einfach einstellen und sagen, so, das ist die Position, die ich jetzt möchte. Lass den Knopf einfach los und dann ist oben der Stativteller fest arretiert. Der ist dann auch so fest arretiert, dass ich ihn also jetzt auch mit Gewalt hier nicht irgendwie anders drücken kann. Das heißt, die Mechanik, die hier hinter steht, ist also eine sehr stabile. Das ist aber nicht das Einzige, was dieses Mini-Stativ kann, was auch für die anderen beiden Komponenten gilt. Dieses Stativ kann darüber hinaus auch noch als Handgriff benutzt werden, als Videohandgriff. Was sehr nett ist, wir haben hier so kleine Aussparungen im zusammengeklappten Zustand. Da passt der Daumen genau rein. Man hat also einen ziemlich guten Grip. Macht den Daumen einfach hier rein, oben drauf dann die Kamera. Kann ich auch gleich mal eben machen. Wenn das mal im Leben alles so einfach gehen würde, was? Die Kamera ist jetzt also auf dem Handstativ befestigt. Ich kann meine Schwenks machen, einmal ganz kurz vorführen, kann mich auch noch ein bisschen damit unterstützen, indem ich jetzt den Arm einfach so ein bisschen gegen den Oberkörper presse, hier das gedrückt halte und mit dem Oberkörper mich dann einfach drehe. Ich kann den anderen Arm noch als Stabilisator nehmen, was sich vielleicht anbietet, auch je nachdem, was hier oben dann für ein Gewicht drauf ist, ganz klar. Die Kamera ist also jetzt hier oben auf dem Handgriff angebracht fürs Filmen. Der Vorteil ist natürlich der, dass ich also hier auch die Kamera so einsetzen kann mit dem Handgriff, wie ich das mit zwei Händen, wenn ich die Kamera festhalten würde, jetzt nicht so machen kann. Vor allen Dingen auch nicht so schnell. Einfach jetzt hier so hin und her bewegen. Das Extrembeispiel wäre jetzt praktisch dann einfach mal kurz der Dreh auf den Kopf, also wie beim Blinken. Das ist mit zwei Händen alles ein bisschen schwierig. Das ist natürlich auch davon abhängig, wie kreativ Sie dann drehen möchten und also filmen möchten. Und das ist natürlich dann auch Ihnen überlassen. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass das Drehen, also das Videografieren dann mit so einem Handgriff, mit einer kleinen Kamera auf jeden Fall wesentlich komfortabler ist, als wenn man die Kamera mit zwei Händen festhält. Nochmal kleiner kurzer Exkurs zur Verstellung mit dem Kugelkopf. Die Kamera ist also jetzt hier oben drauf. Wir haben hier die Möglichkeit, einfach jetzt die Kamera dann so einzustellen. Ist auch sehr schön. Die Kamera geht da ziemlich weit auf dem Boden, auch durch die geringe Aufbauhöhe, die wir hier haben. Und jetzt könnte ich hier also die Kamera so einstellen, um zum Beispiel jetzt auch einfach Makrofotografie zu machen, irgendwelche Blümchen oder Insekten zu fotografieren oder irgendetwas anderes, was ich mir jetzt hier auf den Tisch drauflege. Sie wissen, was gemeint ist. Das ist auch ganz nett, wie gesagt, für die Makrofotografie. Am besten davor noch ein kleiner Ringflash dran. Gibt es auch bei uns im Shop, mal ganz kurz. Und damit haben Sie dann die Kamera auch hier in einem sicheren Stand, in dem Radius, wie der Kugelkopf sich halt eben auch hier bewegen lässt, einfach dann gesichert und können dann die Aufnahmen einfach machen. Alles das, was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe, gilt natürlich auch für die anderen beiden Exemplare. Das ist ja praktisch das Grundstativ, also das Pixie Solo, was ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Die gleichen Einstellmöglichkeiten auch hier mit dem Entriegelungsknopf und so weiter. Oben der Aufnahmeteller mit der gummierten Auflagefläche, damit sich dann die Komponenten, die jetzt hier oben drauf sind, also einmal der GoPro-Adapter und dann der Smartphone-Adapter, wie auch die Kamera selbst, sich nicht einfach dann entdrehen können hier oben. Deswegen haben wir hier oben die Aufnahmeplatte auch gummiert und ich gehe einfach jetzt mal hier mit dem Smart-Modell einfach, mache damit weiter. Das ist also das Pixie Smart, alles wie gehabt, gleiches Design und hier oben ist dann der Aufsatz für das Smartphone. Der hat an zwei Seiten eine
1/4 Zoll Innengewinde. Das ist einmal das hier, um für im Hochformat ganz normal, also die Kamera im Querformat damit filmen zu können zum Beispiel. Oder halt eben auch dann, um die Kamera hier oben einfach dann oben so drauf zu machen, um sie dann dementsprechend auch anders einsetzen zu können. Denn dieses Stativ könnte auch jetzt neben dem Rechner stehen zum Beispiel, um das Smartphone jetzt in so einer Art und Weise darstellen zu können, dass ich es halt eben, wie ich es bei mir im Büro zum Beispiel auch habe, da habe ich auch dieses Stativ mit dem Smartphone einfach drauf als ständige Nachrichtenzentrale. Ne? Wenn dann die Frau zu Hause einfach anfängt und sagt, wenn du nach Hause kommst, bring noch ein paar Kartoffeln mit. Ne? Irgendwie sowas. Sie kennen das wahrscheinlich auch. Das ist auch ganz nett. Damit kann man das dann hier einfach dann so einstellen. Die normale Variation ist eigentlich die, also wenn ich jetzt dieses Stativ benutzen möchte, um damit zum Beispiel auch filmen zu können, oder auch um Fotos machen zu können natürlich, dass ich dann das Stativgewinde an der kurzen Seite einfach nehme. Es wird einfach oben drauf geschraubt. So. Und jetzt kann ich hier mein Smartphone reinmachen. Das existiert natürlich dann hier noch nicht im Film. Das habe ich also hier in der Hand. Und dafür wird dann hier oben einfach die Klemme nach oben geschoben und das Smartphone dann einfach da reingesetzt. Die Displayseite muss natürlich dann zu Ihnen selber auch zeigen, damit Sie auch sehen können, was Sie da machen. Wir haben hier in diesem Mechanismus, der sich hier befindet, so eine gummierte Auflagefläche ist das in Rot, die dafür sorgt, dass das hier nicht verrutschen kann. Davon mal abgesehen, der Druck, der hier oben kommt, der sorgt eh dafür, dass das Smartphone also jetzt nicht irgendwie da einfach so rausschlackern kann. Ich kann das hier mal so ein bisschen heftig bewegen, also da passiert wirklich gar nichts. Ne? Nochmal kurz für die große Kamera, so hier, ist also alles ganz sicher. Und was ich ganz gut finde, ist, wenn ich das Smartphone nochmal rausnehme, um das zu zeigen, dass diese Klemmen halt eben hier genauso eine Führung haben für die Breite des Smartphones, die hier ist. Und hier vorne ist so eine kleine gezackte, so ein Übergang praktisch, der dann darüber geht. Das heißt, es ist dann praktisch wie so eine Klammer, die dann einfach hier oben drüber fasst, damit es nicht halt eben einfach so nach vorne rausrutschen kann. So, ich will natürlich jetzt halt eben fotografieren oder auch einfach jetzt Bilder machen oder filmen und mache das Smartphone einfach hier vorne rein. So, halte mal kurz eben hoch. Hier haben wir dann also die ganz normale, die Handgriffvariante wieder eben, wie bei dem Pixi davor mit der Kamera. Und natürlich auch die Komponente, dass ich es als Tischstativ benutzen kann für die Smartphone-Fotografie oder Videografie. Und auch hier innerhalb dieses Winkels einfach dann hier mein Smartphone einstellen kann. Zack, und jetzt hier oben auf Aufnahme drücke und meine Aufnahmen dann machen kann. Und jetzt kommen wir zum Manfrotto Extreme. Das ist die Version für die GoPro. Der Adapter ist ja im Lieferumfang mit dabei. Und wenn Sie dann über dieses Gehäuse verfügen, was ja in der GoPro dann auch extra gekauft werden kann, da ist dann diese Schraube bei. Die ist natürlich ganz wichtig, weil die ist hier im Lieferumfang nicht mit drin. Wir haben also hier bei dem Manfrotto Extreme nur das Stativ, das ist dann ein Mini-Stativ plus dem Adapter, wo dann die GoPro einfach oben eingesetzt wird. Und die Schraube, wie gesagt, die müssen Sie dann aus Ihrem eigenen Fundus dann mit da hinzufügen. In der Regel ist es natürlich immer dabei, wenn Sie das Gehäuse auch haben, weil ohne Gehäuse keine Schraube. Auch hier ist die ganze Vorrichtung so, wie wir es von den anderen Stativen auch gewohnt sind. Das heißt, hier haben wir wieder den Knopf zum Bewegen. Dieses Stativ unterscheidet sich im Endeffekt eigentlich nur durch die Art und Weise des Designs. Wir haben also hier den Kugelkopf in Grau nochmal halb abgesetzt. Bei den anderen beiden Versionen ist er ja komplett schwarz. Und wie man sehen kann, hier auf den Beinen bzw. auf einem Bein noch so ein anderes Design. Und deswegen ist dieses Stativ im Endeffekt aber nicht anders zu benutzen wie die anderen, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Die drei Varianten jetzt hier noch einmal ganz kurz ins Bild geholt. Da haben wir also einmal hier von Manfrotto das Extreme Pixi, dann haben wir einmal das Smart mit dem Aufsatz für das Smartphone. Dieser Aufsatz fällt mir jetzt gerade noch ein, hat hier auf der Rückseite noch so einen kleinen Clip. Wenn man den einfach einmal so abnimmt und einmal rumdreht, hat man die Möglichkeit, diesen Clip zum Beispiel auch irgendwo an einen Nagel an der Wand dran zu hängen. Das Ganze geht natürlich dann auch mit dem Stativ selber, wenn es hier oben drauf geschraubt ist. Deswegen haben wir hier auch so einen kleinen Winkel, damit das dann gerade runterhängt. Und damit ist dann noch eine weitere Einsatzmöglichkeit einfach gegeben. Und das ist also das Pixi Smart, was ich Ihnen gezeigt habe. So, und dann natürlich last but not least das ganz normale Pixi, was wir hier haben, wo die Kamera jetzt auch schon oben drauf montiert ist. Ich halte jetzt nochmal, stelle den mal kurz eben hier so hin, damit Sie die auch alle drei sehen können. Sie sehen also, die sind alle drei identisch. Das ist ein ganz praktisches kleines Stativ, was man eigentlich immer mit dabei haben sollte. Sie haben im Endeffekt ja eigentlich dann immer, auch wenn Sie sich für die ganz normale Variante für die Kameras entscheiden, also für die normalen Filmkameras entscheiden, haben Sie also immer ein kleines Tischstativ dabei mit einem kleinen Griff für den Videodreh. Ganz praktische Sache, und das alles gibt es bei uns hier im Shop.